Herzlich willkommen Entrepreneure, heute mit einem Modell, mit einem Geschäftsmodell, ganz ganz interessant, zwar das Grips Offertenportal. Da ist es zum Beispiel so, dass wir zwei Kundensegmente brauchen, damit dieses Geschäft überhaupt gehen kann. Es geht um eine Vermittlung, das heißt also, es gibt auf der einen Seite die Firmen, die etwas anbieten und auf der anderen Seite die Firmen, die etwas nachsuchen. Schauen wir es uns im Detail an. Ich habe also Folgendes, zunächst mal KMUs, Selbstständige, die zum Beispiel Geräte vermitteln, Geräte brauchen und da machen die von der Grips die Vermittlung. Das heißt also, sagen wir zum Beispiel, ich brauche einen Laserdrucker, einen 3D-Laserdrucker und ich will eben nicht Experte werden in diesen 3D-Laserdruckern oder also DIN A3 Laserdruckern, sondern ich gebe es da meine Anfrage ein und spare mir der Zeit. Bekomme drei Offerten und wenn ich will, auch noch eine Beratung. Ja, die vermitteln wir das, Laserdrucker, also DIN A3 drucken können, die vermitteln wir das. Wie ist die Beziehung auf die Art und Weise? Wir haben hier, sagen wir so, etwas ziemlich automatisiert, aber nicht ganz automatisch, also halb automatisch. Das bedeutet, auf der einen Seite, man bedient sich selber, gibt also über die Internetseite sein Bedürfnis ein, was man haben will, Gerät, Dienstleistung, und dann fragen sie noch teilweise nach, telefonisch nach, ob dann auch wirklich, ob sie auch richtig den Auftrag verstanden haben, um wirklich ein gutes Angebot zu machen. Es gibt dann drei Offerten, die für den Suchenden kostenlos sind. So, das haben wir also auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir dann die Anbieter. Das können auch wieder KMUs und Selbstständige sein. Meistens ist KMU Selbstständige. So, und die bekommen jetzt Folgendes. Wir bekommen also diese Käuferanfragen und die Vorteile von denen sind, dass eben nicht nur Käufer, sondern die qualifiziert sind. Das ermöglicht neue Umsätze und man kann auch diesen Erfolg messen mit diesen Techniken, die heute eben im Internet zur Verfügung stehen. Beide Segmente müssen unterschiedlich angesprochen werden. Hier haben wir unterschiedliche Nutzen. Hier ist eben der Nutzen mit der Zeitersparung zum Beispiel. Und hier zum Beispiel das Akquise, also auch Akquisewerkzeug nutzen. Wenn zum Beispiel, sagen wir, jemand einen Webshop einrichten möchte, gibt es also die unterschiedlichsten. Da gibt es eben Firmen, die erst ab 5.000 Franken aufwärts oder 10.000 Franken aufwärts Aufträge entgegennehmen oder Kleinanbieter. Und wenn ich da so jemanden suche, muss ich dann nicht ewig durchklettern, sondern ich stelle meine Anfrage dort rein und bekomme dann drei qualifizierte Offerten. Die, die es anbieten, bekommen auch die richtigen Ansprechanfragen. Darauf ruft jetzt also nicht bei einer hochteuren Agentur jemand an, der für 2.000 Franken was ins Netz gesetzt haben will, sondern eben die, die auch das dementsprechende Budget zur Verfügung haben. So, schauen wir dir die Marketingkanäle an. Wir haben gesagt, so, jetzt sind es also natürlich zum Bekanntmachen, da sind also die Medien auch wichtig. Jawohl, was haben wir dann noch? Wo habe ich es dann? Events, dann auch Events gemacht. Dann haben wir hier das Internet. Drei so Kanäle, über die es die Kunden erfahren. So, jetzt haben wir den Teil, schauen wir zum Wie-Teil rüber. Was sind so die Aktivitäten, die Schlüsselaktivitäten? Zum einen haben wir die Priska Schoch als eine der Gründerinnen. Das sind zwei Gründerinnen. Gabi Stehlin und Priska Schoch hat mir gesagt, Texten ist wichtig. Also immer wieder die Textseite mit neuen Inhalten, die Medien hier mit Pressemitteilungen, mit Texten, mit Vergleichen zum Beispiel, die haben wir diese Daten wieder zu füllen. Es geht dann darum, als nächstes dann ein wichtiger Aspekt mit
Plattformmanagement, dass diese Plattform dort läuft und natürlich auch das Provisionieren, dass auch die Leute da einen, dass auch die dementsprechende Rechnungen rausgehen. Weil wie kommen sie zu ihrem Geld? Es kommt so rein, der Ertrag gibt es einerseits durch die Kontaktgebühr, die diese bezahlen, also die hier qualifizierte Käuferanfragen bekommen, geht ab 29 Franken los. Schnitt ist so um 49 Franken und neu gibt es auch noch nächste Einnahmequelle, dass sie diesen Firmen so eine Webpräsenz anbieten. So, das da, also damit das dann nämlich hier klappt, das mit den Rechnungen stellen. Und das geht auch ziemlich sehr, sehr automatisiert. Da sind immer relativ kleine Beträge, die müssen da wirklich schnell, flott rausgehen. Viel 50 Rechnungen eben mit einem Knopfdruck zum Beispiel. So, von der Ressource sind sie natürlich auf der einen Seite Mitarbeiter und die Plattform, sie verwenden dort Joomla. Wir haben dann auch einen externen Partner, die dann auch so unterstützen bei ihrer Joomla-Plattform. Und ein weiter wichtiger Partner ist dann der Compass, das ist Firmenverzeichnis, Business-to-Business Firmenverzeichnis. So, die größte Struktur, die größten Kostenblöcke ist auf der einen Seite die Löhne, auf der anderen Seite auch hier viel, dass hier mit Google rausgeht, das Marketing, also dass da hier über Internet AdWords, was auch immer da benutzt wird, verwendet wird. Okay, also hier wieder ganz interessantes Modell diesmal. Jetzt haben wir ein Beispiel für Multi-Seite-Plattform. Eben zwei, wo es zwei Segmente braucht, zwei verschiedene Kundensegmente. Die eine hier suchen was und die anderen bieten es an. Das wäre es für heute. Bis zu einem anderen spannenden Geschäftsmodell. Alles Gute und auf ein anderes Mal. Ludwig Link.